So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schiss, ne? Denn mir geht es richtig dreckig, wahrscheinlich noch von gestern, vorgestern die ganze Zeit. Wir waren Boah, gestern vorgestern. an der Isar, ne? Da waren wir im Wasser, Musikvideo gedreht, was ist? Zack, auf eine Scherbe gedreht, mir tut der Fuß weh seit gestern permanent, kannst kein Meter laufen, es ist so schlimm. Dann Sonnenbrand von der Isar, vom Tag davor. Es wird 16 immer Bier. schlimmer. Permanent Isarbrand. Also, 16 es Bier. schmerzt alles, es tut alles weh, es ist wie die Hölle. Dann haben wir gestern 16 internationale Biers getestet, nacheinander weg. Danach die Carolina Reaper. Dann kam alles wieder raus. Ich lag in der Badewanne, in meinem eigenen Erbrochen. Ich habe mich da hingekniet in die Wanne, musste brechen. Da ist das ganze Erbrochene durch mich durchgelaufen. Ich wollte aufstanden, stehen von oben bis unten alles. Ach, der Ispo musste kommen mit dem Stäbchen, musste da extra den Abfluss wieder freimachen, weil ich nackt da gehangen habe und kam nicht mehr klar. Ist auf jeden Fall heftig. Aber wir lernen nicht draus, denn eine Challenge haben wir noch vor uns und das ist der Lil Nitro. Ne? Guckt den euch an. Lil Nitro, dieser kleine, süße Gummibär. Außerdem waren wir heute beim Wrestling und da hat der Hannes mich mit dem Stock verprügelt und die anderen haben Moves gemacht und jetzt tut mir alles weh. Ich habe Muskelkater überall an Stellen, wo ich nie dachte. Und so ein Ringseil ist schon ein bisschen aus Stahl, ne? Hätte ich nie gedacht. Aber wir haben jetzt den Lil Nitro und deswegen möchte ich euch nochmal zeigen, was das genau ist. Da ist der Ispo, der sitzt eigentlich nur da, um sich über uns Genau. lustig zu machen. Ich lach Das dann. dürfen wir nicht anrühren, genauso wenig wie das. Das ist dann Milch. Hier ist dann ein Counter. Das ist ein Hannes. Hi. Das ist ein Eimer. Ich weiß nicht, was passiert. Ja. Wenn wir. Boah. Da, weißt du, was passiert? Was ist das denn, Mann? Ey, Noch warte mal locker. So, keine Schnitte hier. Die Challenge besteht nämlich daraus, einen von diesen Gummibären zu essen, in den Mund zu nehmen, zu zerkauen. Und wenn ihr den gerade esst, ihr könnt ja schon draufdrücken, ne? Müsst 5 Minuten also diesen Gummibär-Geschmack aushalten, die Schärfe aushalten. Und erst nach 5 Minuten dürft ihr anfangen zu neutralisieren. Dafür eben dann hier Toast und alles. Ich stelle mal einen zum Ispo hin, nur so aus Spaß. Einen packe ich beim Hannes hin, einen packe ich bei mir nochmal hin. Ihr seht hier nochmal, wie das aussieht. Lil Nitro, the world's hottest gummy beer, warning, hier, warning, hot, flammable, constable, alles, kann se ma bewahr, this is not your ordinary gummy bear, ne, also das ist ja Englisch on fleek. Schaffst du es, diesen Gummibären zu handeln, ne, 900 mal schärfer als eine Jalapeno Pepper mit 9 Millionen Scoville. Ich muss sagen, gestern bei der Carolina Reaper, das fand ich schon wirklich schlimm. Aber gestern, die 16 Bier davor, alles hin und her. Vielleicht waren das nur komische Voraussetzungen, aber deswegen habe ich jetzt ein bisschen Respekt vor dieser Challenge. Ihr macht das nämlich hier auf. Ihr habt hier drin wirklich nur diesen Gummibär. Ja, der ist hier in dieser Packung drin. Mehr ist das nicht. Einfach nur dieser Gummibär. Ihr habt hier noch so ein Dynamit. Freut sich der Nachbar auf jeden Fall. Lil Nitro Challenge auf YouTube posten auf jeden Fall. Also der Ispo, wenn wir es nicht überleben, der Ispo kann das dann auf YouTube posten. Ich packe das jetzt mal hier hin. Das packe ich mal kurz dahin, dass man den Hannes sieht und dass man mich sieht. Und jetzt versuche ich den mal hier aufzuziehen. Das hat funktioniert. Ispo wird immer schnüffeln, wie der riecht. So wie du beim Aufstehen. Okay, er ist jetzt auch aufgestanden, wunderbar. Hannes packt seinen auch raus und ich glaube, soll ich es jetzt so stehen lassen oder willst du es nehmen und immer zu da Ich kann rumfummeln? natürlich euch zeigen, die Gesichter nach. Zeugen. Gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen es mal. Fängst du an? Ich nehme es gar nicht in die Hand, denn wir müssen ja beide anfangen. Ach so, Also ach machen wir shit. so, dass du uns beide siehst. Ja. Ich würde es direkt so dann in den Mund nehmen und wenn wir anfangen zu kauen, dann direkt auf Start drücken, Okay. dass die Uhr auch abläuft, die ich dann wieder hier herstelle. Kannst du ja zwischendurch dann mal zeigen, wie weit es ist. Ja. Hannes, bist du bereit? Ja. Kamera läuft. Mir tut alles weh, muss Das fängt auch schon ich an sagen. bei mir Aufi. irgendwie so. Okay. 9 Millionen, oder? Wenn es wenigstens Euro wären, ja. Ja, genau.
werden bereit. Auf die Plätze. Schön, schön was mit dir. Auf die Plätze, fertig, los. Drei. Die Zeit läuft. Einer ist weg. Ja, meine ist auch weg. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das war ja gar nicht so schlimm und das Video ausmachen. Aber es geht wirklich jetzt um die 5 Minuten. Das, was jetzt danach passiert. Nochmal schön, schön was mit dir. Und? Na, weiß ich nicht. Hör mal auf. Das ist immer. Nee, hör nicht auf. Alles gut. Du machst das genau richtig. Hm. Bis jetzt passiert noch nichts. Und nee, wir haben knapp nichts, also eine Minute auf der Uhr. Nee. Keine Sorge, ich kratze noch nicht ab. Okay, Hannes, dann ist gut. Was ist denn sinnvoller, wenn man so extreme Speichelbildung hat? Ist raus, spucken ich mach oder, das schon. Oder direkt wieder runterschlucken? Ich spuck das meistens dann immer weg, wenn aber ich extrem... Darf man das jetzt dabei? Ich weiß es nicht. Ach, dann laden wir drin schon. Ja, wir schlucken es erstmal wieder runter, wenn was kommt. Ja. Also ich merke, ich habe ein Brennen im Rachen. Und ich merke, ja, der Speichel bildet sich. Man ist der Magen fällig. Schluckt es jedes Mal wieder runter. Aber ansonsten drehen sie noch nicht da. Nee, schon nichts. Also. Haben Blindgänger gekauft, hä? Der Mann wollte uns Angst einjagen. Ja, wir kennen das ja nur von Kanal Phänomenal, der das gegessen hat, die 5 Minuten da gehangen hat und Ich darf nicht so viel ausatmen. Ich merke, wenn ich so mache, dass das so richtig wie so ein Flammenstoß hochkommt. Also einfach nur aushalten. Aber ich muss sagen, bis jetzt, das habe ich mir echt auch schärfer vorgestellt. Mit 9 Millionen Skorill. Das liegt bestimmt an der Carolina Reaper gestern. Die hat alles vernichtet. Die hat den ganzen Geschmack weggerissen. Die hat jegliches Leben abgetötet, was noch in uns geherrscht hat. Und vielleicht ist es deswegen gar nicht mehr so schlimm, weil eigentlich dachte ich, die Carolina Reaper hätte nur 2,2 oder irgendwas. Ja, aber du darfst eigentlich vergessen, die war getrocknet. Das war eine getrocknete und die sind wesentlich schärfer, als wenn du sie jetzt auf dem Chip isst oder sowas. Das war eine Bowl Dried, ja, war das. So, fast 3 auf der Uhr. Das Einzige, wo ich es merke, ist halt mein Magen jetzt wieder, aber sonst... Oh, wir waren extra den ganzen Tag unterwegs von 10 bis 17 Uhr. 18 Uhr sind wir an eine Dönerbude gekommen, haben das allererste Mal heute was zu uns genommen. Ja. Mir war total schlecht. Ich dachte, weil ich nichts gegessen habe. Nach dem Döner war mir irgendwie noch schlechter. Wahrscheinlich, weil ich dann halt so viel mit einmal gegessen habe. Und dann dachte ich, wenn man jetzt den Bären isst, ist das sinnlos, weil dann kommt wahrscheinlich der Döner direkt wieder raus. Aber er hält sich gut. Sag mal so. Ich glaube, wir kommen ins Guinness Buch der Weltrekorde. Die haben einen Bären gegessen und haben es überlebt. Ja gut, die anderen haben es auch überlebt, aber trotzdem. Oder könnte man jetzt sagen, es ist fake, weil die haben den Bären vorher ausgetauscht. Die haben vorher da Salz drüber gemacht. Oder die haben es wie Homer, die haben vorher Wachs gegessen, dass einfach alles so runtergeht. Also fast 4 Minuten auf der Uhr jetzt. Und merkt ihr schon irgendwas? Ja, wie gesagt, nur mein Magen merke ich halt, dass der wieder anfängt. Aber sonst? Ich merke, meine Arschbacken tun immer noch weh. Von der Isa. Da bin ich nämlich mit der nassen Hose dann durch die ganze Stadt gelaufen. Und haben sich jedes Mal die Arschbacken so aneinander gerieben, dass dann alles auf war, als wir zu Hause angekommen sind. So, was macht man jetzt mit dem dritten Bären? Verlosen und den Zuschauer in Gefahr bringen? Oder sagen, komm Ramses, ist den auch noch, weil da geht das Video dann 10 Minuten wenigstens. Geht's so jetzt schon 10 Minuten. Ja, 9,55 oder so. Haulwurf, oder? So, jetzt sind wir... Immer ausprobieren lassen.
Also ich wäre sogar bereit, jetzt den anderen Bären noch zu essen, einfach um ein Zeichen zu setzen. Aber der Manns würde sich bestimmt auch freuen, ja, wenn man ihm was gibt, womit er eine Challenge machen kann. Ich weiß es nur nicht. Manns oder nicht Manns? Das ist die Frage. So, jetzt haben wir genau 5 Minuten auf der Uhr. Auf der anderen Seite weiß ich, dass der Manns Schärfe auch nicht so gut verträgt, ja? Okay. Und für den habe ich ja noch die Carolina Reaper. Stimmt, ja. Und die muss er ja meistern und da muss er richtig reinknallen. Isbo, komm, gib mir den anderen Bären noch. Hier. Hier, der zweite Bär. Mir ist egal, da will ich jetzt herausstechen aus der Masse. Der ist auch noch zu. Wir machen den hier jetzt auch auf. Hannes, du könntest jetzt ruhig trinken, wenn du möchtest, ne? Und das neutralisieren. Ja, ich habe es jetzt nur wieder probieren. Wir haben den jetzt auf. Ganz einfach, aber sonst. Und essen den jetzt auch noch. Ja, und Pfeffi gibt es danach jetzt. So, den essen wir jetzt auch noch. Danach gibt es einen Pfeffi. Packen es wieder zu. Nochmal 5 Minuten auf die Uhr machen oder meinst du, es geht auch so? The World's Hottest Gummy Bear. Ich denke mal, jetzt nochmal 5 Minuten ablaufen zu lassen, wäre ein bisschen too much. Denn wenn wirklich gar nichts passiert, wäre das sinnlos Zeit strecken. Und eigentlich müsste ja jetzt schon was passieren, wenn der andere noch drin ist und der jetzt gerade eigentlich sich auswirft. Aber wenn ich jetzt nach einer Minute ungefähr nicht merke, dass da jetzt komplett was... Aber ich glaube ich halt nicht, dass danach noch viel passiert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir das jetzt echt auch schlimmer vorgestellt als mit dem. Ja. Nächstes Mal kaufe ich mir eine Dreierpackung alleine und esse ich so. Nein, ihr könnt ja trotzdem mal... Wie gesagt, haben wir bei Flame Srauer Candy bestellt. Stimmt das überhaupt? Wo steht denn das nochmal hier? Flame Srauer Candy. Wenn ihr auf Schärfe steht, probier das mal. Wir würden gerne mal wissen, findet ihr das scharf oder nicht? Viele YouTuber machen das ja jetzt gerade. Matt Stoney hat auch einen probiert. Ich glaube, wir müssen heute mal gucken, wie dem Matt Stoney das bekommen ist. Weil das ist ja dieser... Weltrekordhalter im Wettessen, sonst was. Der isst doch immer viel scharf und große Mengen. Wie hat der den Gummibär vertragen? Der lädt ein Video hoch und in einer Stunde hat er 9 Millionen Aufrufe. Also Matt Stoney, heftiger Typ auf jeden Fall. Ich habe jetzt 2 gegessen. Hannes hat einen gegessen. Hannes hätte den genauso gut noch essen können. Ja. Das hätte keinen Unterschied gemacht, aber jetzt heftig neutralisieren müssen wir eigentlich nichts. Ich glaube, gestern wirklich die Carolina Reaper hat einfach den Rest Verstand genommen und deswegen ist das jetzt das Ergebnis so. Aber die Carolina Reaper ist ja noch da, die eine. Die werde ich, wie gesagt, mal dem Manns Haulwurf geben und mal gucken. Dem Mann die scharfen Nudeln, dieses Samyang Too Spicy schon zu scharf. Mal gucken, wie er sich bei der Carolina Reaper schlägt. Das war es jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Euer Isbo. Der Kameramann. Und euer Hannes. Jo, hau rein.